Einen schönen guten Abend, liebes Publikum. Herzlich willkommen zu diesem Programm Highlight namens Best of Kabarettgipfel, welches der ORF mich leichtsinnigerweise moderieren lässt. Wobei er ja andererseits auch für die Moderation von Dancing Stars im Gespräch war, und zwar für 5000 Euro pro Sendung. Nur leider habe ich das Geld nicht zusammenbekommen. Ich hoffe, Sie haben es sich bequem gemacht, das Popcorn ist in Griffweite, Ihre Lachmuskeln sind aufgewärmt, denn was ich Ihnen in den nächsten 50 Minuten präsentieren werde, ist nichts weniger als die Champions League der Kabarettszene. Sozusagen die Crème de la Crème der Neigungsgruppe Lustig. Und in Pole Position dieses Best-of steht heute ein Mann, der trotz der Tatsache, dass er Millionen von Zwerchfellen auf dem Kerbholz hat, zu den absoluten Publikumslieblingen dieses Landes zählt. Wenn dieser Mann zur Gitarre greift, dann bleibt kein Auge trocken. Viel Vergnügen mit dem großartigen Thomas Stipsitz und seinem Sirtaki nach steirischer Art. Feld. Feld. Ich wohne in Fürstenfeld und hab kein Geld. Muss weg aus Fürstenfeld in die Welt, weil in Fürstenfeld auch jeder bellt. Dein ist schön, das hab ich noch nicht gesehen, so schön. Dein, irgendwann bleib ich dort und dann, da geht's mir wieder gut, da geht's mir wieder gut. Mir hab ich das so bald gehabt. Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld ja überhaupt schon gar nicht fällt. Panierte Gyros und den gespritzten Rezina und ich geb Magi ins Zecki, schlag ob es aufs Baklava. Da werden schön schon die Hellenen, wie der Österreicher kocht und überall in der ganzen Stadt wird glasen, wer das Top-Bifteki macht. Draußen vorm Lokal die Schlangen, dass die Leute ihn ummacht, vor allem auch am Freitag, Samstag, Ruhetag, nie mehr muss ich steuern zu einem Schatten vom Olivenbaum, wenn alle da am Zwieder sind. Bitte. Okay. Aber das wird noch schneller. Ich mach da ein Restaurant auf die Taverne Fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld nicht wird zu flackig Knädel und der Red Bull Rezina und ich geb Maggi auf den Vetter Uso in den Uhudler, das sag ich da. Da werden schön schon die Athener, wie der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's bei dem Moussaka macht und draußen vorm Lokal die Schlange, weil's alle bei mir fressen wollen. Freitag, Samstag, Ruhetag und nimmer Tippel steiern zu glühen im Schatten vom Olivenbaum. Alle da haben's wieder sein, ein Bottle Rotwein in der Rechten und die Viers im Weißen. Sound. Links ein wunderschöne Griechin Buddha mit ihr umeinander. Ruder, Entschuldigung, nein, Ruder, komm her. War dein, hab es ja auch ausgerutscht. Ja. Ja, was essen? Kann passieren, oder? Bin auch noch einmal. Also Ruder mit dir umeinander und weit und breit, kein Schneematsch, weit und breit, kein Alltagsstress, nur mit das zuckersüße Leben in Griechenland, hey Alter, gibt dir das. Ich lebe in der großen Welt und pfeif komplett auf Fürstenfeld. So, na Moment, es ist anders gekommen. Allein, allein, bin ich allein. Und Ghost gibt's keinen. Allein, wo du soll allein? Allein, kann er sich wie wann. Jetzt kommt der Reptil. Ein Jahr geschaut bei mir vorbei, dann lad ihn auf und Uso ein. Seit der Krise Hockenstadt und irgendwie tut er mir leid. Ich mach uns schnell zwei Musaka, ein Kerne mag der Jorgi auch, weil er täglich dreimal frisst in Schladming, wo er Kölner ist. Der Tourismusarbeiter, verstehst? Und dann ist mir's eingefallen, warum?
Jetzt ist klar, warum keiner zu mir essen kommt. Die sind alle in Österreich, weil es dort so bummt. In Salzburg, Villach, Götzi, Siegerts, Kirchen, Radlbrunn. Admont, Afflitz, Altach, Eigenboden und darum. Und ganz sicher Hackeln, auch schon für Graz. In Sinabelkirchen, nur nicht in Stenaz. Es gibt kein Griechen in Stenaz. Es gibt kein Griechen in Stenaz. Weil ich auch kein Griechen in Stenaz. Aber ein Hirnhof, Hornpföll und natürlich Rätz. In Schlind, Spitz, Stummgöss, Kaun und Ollen, Mötz. In Fucking, Bucking, Dexing und Maria Lankowitz. In Feistern, Fattis, Glocknitz, Gamlitz und der Donowitz. Auf die Scheiße, Flacki, Kacki, ich brauch jedes Mal an Racki. Jetzt der Sticki im Zerziki und die ganze Zeit du Biggi, weil putzen kommt mir keiner. Ich zerschmeiß im Köller Döller und die Auslagschein mit Steiner. Zünd das Öllern von die Fritten und bald brennt die ganze Hitten. Ich hab da schon genug erlitten mit der Hitten voll Schlitten. Ich möcht euch nur um was bitten, weil ich muss mich da jetzt schleichen. Vielleicht kennt man wer was leichen und mir Steuerschuld begleichen. 15.000 müssten reichen, mit dem Brandermittler schmieren kann mal Versicherung kassieren und dann borgt mir der das Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld. Ich brauch nur das bisschen Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber bei diesem Sirtaki bekommt man sofort Fernweh, oder? Und man sehnt sich förmlich nach Fürstenfeld. Ja, das Reisen. In Zeiten von Covid-19 sowieso so unbeschwerlich wie die letzten 500 Meter zum Gipfel des K2. Aber auch schon davor wurde es uns Touristen mit diesen ganzen Sicherheitsbestimmungen nicht unbedingt einfacher gemacht. Eine Pinzette im Handgepäck hat mittlerweile den gleichen Gefährdungsgrad wie ein Samurai-Schwert. Ich finde ja, wenn man es wirklich schafft, dass man mit einer Pinzette eine Passagiermaschine entführen kann, dann hat man sich das Flugzeug verdient. Welche Hürden beim Security-Check am Flughafen zu überspringen sind, erzählt uns nun ein Mann, von dem schon der große Harald Schmidt gesagt hat, Alex Christian, wer soll das sein? Wenn Sie eine Reise antreten, noch bevor Sie in den Flieger überhaupt einsteigen dürfen, müssen Sie das Allerwichtigste erledigen, nämlich die Schleuse der Sicherheit, müssen Sie erfolgreich passieren, oder wie ich es gerne nenne, der Security-Check. Am Security-Check geht es eigentlich um alles. Mit mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit lassen Sie nicht einmal mehr in die Nähe von einem Flieger. Was mir im Prinzip wurscht ist, nicht? Aber wenn du mit der Oma wegfliegst, die hat Wasser in die Füße, kannst du das Heim führen. Also, das ist... Wobei, verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage ja zur Sicherheit in der Luftfahrt. Ich brauche auch keine außerplanmäßige Zwischenlandung in einem Wolkenkratzer. Nicht? Sicherheit wird sehr groß geschrieben. Was mich allerdings ein bisschen porös macht, ist dieses Personal am Security-Check. Das ist so eine Mischung aus Türsteher und Parksheriff. Wissen Sie, was ich meine? Das ist so ein Sympathieträger. Also so, nicht, das ist, sind ja ungeschulte Langzeitarbeitslose, wenn wir sagen lassen. Jeder braucht eine zweite Chance, aber warum tut? Die haben 100% Macht über dich und lassen dir das in jeder Faser, lassen sie sich das spüren, dass du dort Zweiter bist. Da steht er dann vor dir, der pflanzt das ja auf mit seinen kurzen, buntfalten Hosen, mit dem Polunder, mit der Wampen drunter, mit dem Laserschwert steht er da. Jacken, Gürtel, Schlüssel, Hände, Laptop, Fotoapparat. Alles dein Schuss alleine. Manchmal sprechen die auch in Urlauten. Und der Uraue. Verzeihen Sie? Die Uraue. Nochmal bitte. Die Uraue. Ach so, die Uraue. Ja, ich habe nicht gewusst, was mir der sagen möchte, dieser Mensch. Ne? Ich habe dann so einen Wifi-Kurs gemacht in Sikirisch, damit wir uns ein bisschen unterhalten können. Das sind jetzt total nette Konversationen dort beim Security-Check. Ne? Uraue, Uraue, Gitla, Gitla, Pokas, Pokas. Also man plaudert es ja nicht. Es ist... ist ja nett. Ja, klingt jetzt vielleicht ganz witzig, aber glauben Sie mir, dort ist Humor das Falsche. Also zum Lachen ist dort gar nichts. Die Waffe des Humors sticht überall nicht am Security-Check. Da brauchst du nicht glauben. Ich hab's ja versucht. Ich hab geschaut, dass wir das Ganze ein bisschen auflockern. Nicht, dass man dachte, muss dann einen kleinen Gag, geh dort hin, sag ich. Grüß Gott, der Security-Check, ich muss ehrlich sagen, es erinnert mich ein bisschen an eine Grand Prix-Strecke in Monte Carlo. Eine Schikane nach der anderen. Haben wir Flüssigkeiten dabei? Ja, volle Blasen. Die echten Securities, die stehen ja nicht in Wien-Schwechat, die stehen am John F. Kennedy in New York. Hey,
Aber das sind andere, das sind nicht solche Offenbeuteln wie bei uns in Schwechat. Da haben sie Herrschaften hingestellt, das sind ehemalige US Marines, Elitesoldaten. Den hat es halt irgendwann einmal beim Kletterturm, hat es beim Kraxeln runtergebracht, nicht? Kreuzbandel gerissen, nicht? Kann er nicht mehr in Einsatz, nicht? Aber dann steht er am Flughafen natürlich, ist aber nach wie vor eine auf Töten programmierte Kampfmaschine. Das kriegst du aus dem nicht aus. Und das sieht man auch sofort. Den siehst du aus 100 Meter aus, dass der steht da, schwarze Uniform, das ist so erkannten, wirklich. Der steht da mit seinem schwarzen Helm und seiner Ray-Ban und einem 44er Magnum und Tränengas, Schlagstock, Handschellen hat er drauf, schwarz polierte Schuhe, ein Riesenodler als Gürtelschnallen, Silverstar, Sir. Step back behind the yellow line, Sir. Sorry? Sorry, step back behind the yellow line. You see a yellow line on the floor, Sir. Step back, please. Also. No, sir, behind the yellow line. Aber ich bin... Sir, step back, please. Jo, ich... Okay, come on. Wait a... ja, das... Ja, jetzt... Da denken Sie jetzt früher, das grenzt an Dummheit, nicht? Aber das tut Mexiko auch. Und, Ja, wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Und bei Flugreisen trifft dieser Spruch ganz besonders zu. Und dabei ist es völlig egal, ob Sie in Österreich oder Deutschland sind. Deutschland, das Land, in dem man bis vor kurzem nicht ganz sicher war, wo Menschen zuerst landen werden. Am Mars oder doch am Berliner Flughafen. Man glaubt gar nicht, welch hohes Maß an Humorpotenzial eine Flugreise bieten kann. Bis man den Großmeister der Mimik gesehen, vor allem aber gehört hat. Viel Spaß mit dem Urgestein der deutschen Comedy-Szene, Kaya Jana. Wieso verkaufen wir eigentlich Parfums an Flughäfen? Das verstehe ich nicht. Weil wenn du Pech hast, sitze direkt hinter der Person, die gerade 3 Liter getankt hat. Das ist mir so oft passiert. Ich sehe schon, also das sind meistens so ältere Damen, so ab 60, 65. Ich habe nichts gegen ältere, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber ich würde sagen, ab 65 mal ganz kurz die Nasen kontrollieren lassen. Wie wär's? Weil die stehen da und hauen da. Ich rieche nichts. So eine Dunstwolke von 3 Meter Radius. Die Frau verschwindet komplett. Jetzt ist kaputt das Flakon. Könnte ich ein neues haben? Und dann sitze ich im Flugzeug direkt hinter der Dame, die dann plötzlich so, ich kriege keine Luft. Alle um sie herum. Entschuldigung, können Sie mal furzen, damit es ein bisschen frische Luft gibt? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Pech, vielleicht fliege ich wirklich zu oft. Ich habe immer diese Sitzbumser hinter mir. Kennt ihr die Leute, die deinen Sitz malträtieren? Und du sitzt schon in der Holzklasse, das ist ja Strafe genug. Das Einzige, was du machen kannst, ist deinen Sitz einen Zentimeter dahin zu machen. Das ist der einzige Luxus, den du da hast. Weißt du, Holzklasse, First Class. So. Und dann möchte ich ein bisschen ausruhen, mich hinlegen, vielleicht ein bisschen pennen und so weiter. Und dann habe ich hinter mir immer so einen Sitzbumser. Der fängt dann an meinem Sitz rumzurütteln und dann... Tisch runter, Futter da drauf, Tisch wieder zurück, Tisch wieder runter, Laptop da drauf, die ganze Zeit. Ich will. Stopp, hören Sie auf damit. Das ist mein Tisch, mit dem Sie da rumbumsen. Das ist nicht Ihr Tisch. Das ist mein Tisch. Aber schauen Sie, dieser Tisch ist an meinem Sitz angebracht. Das ist eine Verlängerung meines Sitzes. Ihr Tisch ist hinter Ihrem Sitz. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie sich umdrehen. Ich warte heute noch auf den Ersten, der mir das glaubt und sagt, oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Hallo. Alles am Fliegen nervt mich. Selbst wenn ich ankomme und ich will mein Gepäck holen auf diesem Gepäckband. Kennt ihr diese Gepäckbandsteher, die das Ding abriegeln? Du kommst gar nicht an den Koffer ran. Stehen direkt da davor, mein Koffer erscheint. Kaya, Koffer. Nein, ich stehe hier. Entschuldigung. Ich hier. Als ob der da reserviert hätte. Als ob er gleich ein Handtuch ausrollt. Ich habe reserviert. Das ist mein Platz. Ich habe letzte Woche angerufen mit Blick aufs Gepäckband, bitte. Ich hätte gern... Wisst ihr, was ich da in Zukunft... Sorry, bitte, wenn ihr wollt. So, das ist wirklich... Nein, im Ernst, diese Gepäckbandsteher, das... Wisst ihr, was ich da vielleicht in Zukunft machen werde? Ich werde etwas machen, was ich vor kurzem aus Versehen gemacht habe. Ich habe vor kurzem aus Versehen am Genfer Flughafen den Notausschalter betätigt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein roter Knopf, der ist eigentlich so versteckt, den siehst du nicht so. Aber das ist ein Notausschalter und der ist am Genfer Flughafen direkt auf Stirnhöhe über dem Gepäckband.
Und ich habe das nicht gesehen. Ich hatte auch eine Kappe auf und dann mein Koffer kam und ich habe mich gebückt. Alarmsignal ertönte und das Gepäckband blieb stehen und die Leute sind ausgerastet. Mein Koffer. Alle hauen sie ab Richtung Lost and Found und ich stand da ganz alleine mit dem Koffer. Unverschämtheit, wer hat denn hier Alarm ausgelöst? Kurz drüber nachgedacht, warum gibt es eigentlich einen Notausschalter am Gepäckband? Also wie schlimm muss die Situation sein? Was ist das Schlimmste, was passieren kann am Gepäckband? Dass du sagst, oh Gott, ich muss den Notausschalter bedienen. Was, wenn einer zufällig aufs Gepäckband fällt und der Depp weiß nicht, wie er wieder runterkommt oder was? Hilfe! Ich bin aufs Gepäckband gefallen. Der hat doch verdient, dass er wieder in den Frachtraum und ab in den Flieger lässt. Hau doch ab! Ja, aber trotz allem Mühsal, die so eine Flugreise mit sich bringt, ganz ehrlich, freuen wir uns nicht alle schon wieder darauf, wenn diese ganzen Einschränkungen in unserer Reisefreiheit ein Ende haben? Also ich auf jeden Fall. Die letzten beiden Jahre, das waren die ersten, wo wir im Sommer wegen dieser depperten Pandemie nicht auf die Seychellen fliegen konnten. Die Jahre davor immer wegen am Geld. Aber so ist das eben in einer Pandemie. Wir alle waren gezwungen, Abstriche zu machen und da vor allem in Mund und Nase. Und wer wüsste das besser als der Mann, bei dem der Spruch "Lachen bis der Arzt kommt" wohl am ehesten zutrifft. Er ist nicht nur der beste Kinderchirurg von Bad Schalabach bis Jalalabad, sondern auch einer der großartigsten Kollegen, mit denen man eine Bühne teilen darf. Dr. Omar Sarsam über die Mutter aller Abstriche. Der schlimmste Abstrich, den ich je hatte, war ein Harnröhrenabstrich. Ich hatte Schmerzen, die aus dem innersten Inneren meines Inneren gekommen sind. Ich bin sofort zum Urologen, also eigentlich einer Urologin, die mir gleich die erste Frage gestellt hat. Hatten Sie in letzter Zeit häufig Geschlechtsverkehr mit vielen wechselnden Partnern? Na, Sie? Lustig. Sicherheitshalber sollten wir einen Harnröhrenabstrich machen. Sie ziehen bitte die Hose runter, die Unterhose, Schuhe können Sie anlassen, bin Quarterbäde, die Unterhose weiter runter, hab keine Röntgenhände, bitte auf die Liege, wunderbar, gut, komm, komm. Und sie macht die Handbewegung. So hat sie gemacht, in Wirklichkeit so. Was gefällt Ihnen? So hat sie gemacht. Ja, ja, ja. Zurück zur Realität. Und sie nimmt so ein zahnstochergroßes, kleines Ding mit lauter kleinen Borstchen dran und sagt, husten Sie einmal. Bitte? Husten Sie einmal. So hat's ausgeschaut. Angefühlt hat sich so. Schauen Sie so traurig. Das war schon. Liebe Zuseherinnen und Seher, wie Sie sich ja wahrscheinlich vorstellen können, ist ja der Beruf des Kabarettisten kein Beruf, den man erlernen kann, wie ganz normale Berufe, wie Überkopfschweißer, Bohrinseltaucher oder Eisenbieger, sondern das Leben vom Schmäh ist vielmehr eine Berufung. Sie können auf der Wifi jegliche Ausbildung und Kurse machen. Kochen ohne Fett, Nichtraucher in 3 Minuten, rauchfrei räuchern, Brustkraulen beim Rückenschwimmen, gewaltfreies Umtopfen oder sogar den System- und Netzwerkadministrator 1.
Aber den Berufslustigen eins oder den Kabarettisten werden Sie in keinem Kursbuch finden. Und so wie Omar Sarsam vor seiner Bühnenkarriere als Arzt seine Patienten hatte, hat ein anderer Kollege mit seinen Patienten auf der Baustelle wenig erbauliche Erfahrungen. Hier ist der fulminante Gerry Seidel. Viele Jahre meines Lebens war ich Bauleiter auf Großbaustellen. Das war eine wunderschöne Zeit in meinem Leben, weil du ganz knapp am Umsetzen bist. Ja? Und wo umgesetzt wird, sind Menschen, und wo Menschen sind, passieren Fehler. Und dort kehre ich hin. Da ist die Stimmung am größten. Und eines Morgens komme ich auf die Baustelle, rennt mir ein Arbeiter schon ganz aufgeregt entgegen und sagt, Chef, haben wir große Probleme, haben wir gefunden, Kabel, Baugrube von Mama. Sag ich, bitte noch einmal sprechen, es ist 7 Uhr, ich bin noch nicht ganz da. Ne? Sagt der Chef, haben wir große Probleme, haben wir gefunden, ein Kabel in Baugrube, was machen wir? Sag ich, ja, schau mal, schaut nie. Ne? Da. Liegt da unten in dieser Baugrube tatsächlich ein armdickes Stromkabel. So, kein Mensch weiß, ist der Strom drinnen oder nicht, in keinen Plan eingezeichnet. So, daneben steht der Baggerfahrer, er ist bereits seiner Maschine entstiegen. Und da muss schon ganz viel passieren, dass ein Baggerfahrer einmal aussteigt. Steht dort in seine Töpfler, schaut mir an und sagt, ich gebe euch 2 Minuten, dann reiß ich den Scheißdreck hoch. Lässt jetzt wenig Verhandlungsspielraum. Ja? Also, Diplomat wird er nicht mehr werden, beim Erdogan vielleicht, aber da nicht. So. Ich überlege, sagt der Arbeiter zu mir, sagt der Chef, aber gute Idee. Ivo, geht runter mit Schweizer Messer und schneidet weg Isolierung von Kabel bis Kupfer und dann wir sehen, ob es Strom drinnen oder nicht. Sag ich, na, das machen wir nicht. Ja? Weil das ist eine 10kV-Leitung, sag ich. Und wenn da Strom drinnen ist, sag ich, dann raucht der Ivo aus aus der Baugrube wie ein reicher Stäbchen. Ne? Da fährt's im ganzen Bezirk noch Patchouli, Tulli, Ivo, von dem bleibt nichts mehr. Sagt der Chef, jetzt kommt erst die Idee. Ich gehe mit 5-8er-Staffel. Und wenn Kollege kommt in Strom, ich schlage aus Stromkreis. Was sagst du? Sag ich, das ist die mit Abstand schlechteste Idee, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Und das liegt aber nicht daran, dass das bei diesem Beispiel ein Ausländer war. Bitte, hör mal auf mit diesem Kastl-Denken. Der löst es in jedem Land so. Ja? Der ist daheim genauso deppert. Ja? Gilt auch für den Österreicher. Wenn einer deppert ist, ist er deppert. Grenzen verdummen nicht. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, vielleicht haben Sie ja Ihre Grenzen beim Hausbau auch schon erfahren dürfen oder sogar beim Sport. Oder dieses dauernde etwas machen müssen und zum Jahresende wird es immer ärger. Diese guten Vorsätze, also mir ist das komplett wurscht. Ich bin vom Typ her mehr so der wohlfühlorientierte Genussmaximierer. Die einen verletzen Sie am Wochenende beim Sport oder beim Heimwerken. Bei mir ist die größte Gefahr das Wundliegen. Mit 2 Linken hat man alle Rechte. Und alle, die sagen, dass man beim Sport abnimmt, kompletter Blödsinn. Man verliert ja kein Gewicht, wenn man deppert durch den Wald rennt, sondern weil man, während man das macht, nur nicht ordentlich essen kann. Ich persönlich esse ja eher wenig, dafür aber öfter und dann eigentlich recht viel. Da könnten wir uns alle ein Beispiel an der Tierwelt nehmen. Tiere kennen diesen ganzen Körperkult nicht. Und warum das so ist, das erzählt Ihnen nun der vielfach preisgekrönte und überragende Klaus Eckel. Wissen Sie, was interessant ist? Das finde ich wirklich interessant. Der Mensch ist angeblich das einzige Lebewesen auf dem Planeten, das freiwillig Sport macht. Freiwillig. Es ist doch echt faszinierend. Es gibt kein Lebewesen, das sich in der Natur freiwillig von A nach B bewegt. Ja? Schon gar nicht mit Stecken in der Hand. Es gibt auch keine Trainingsziele in der Natur. Ist schon faszinierend. Es gibt keine Amöbe, die sagt, ich trainiere mich rauf zum Schimmelpütz. Ja? Oder Hängebauchschwein steht nie in der Früh auf und sagt, heute mache ich Sit-Ups. Hängebauchschwein ist eigentlich recht gescheite Viecher. Die sagen, man passt mal auf, Burschen, wenn wir alle dieselbe Problemzone haben, hat keiner ein Problem. Die haben sich auf was geeinigt. Ist nicht blöd. Man sagt immer umgangssprachlich, du blöde Sau. Aber ich tät gern wissen, was ihr Hängebauchschwein denkt, wenn er Nordic Walker an ihm vorbeizieht. Also,
Umgekehrt darfst du nicht nachfragen. Auch Flusspferde. Flusspferde ist eines meiner Lieblingstiere in der Natur. Ich habe das so als Kind schon so gern gehabt. Man muss ehrlich sagen, beim Schöpfer viel überlegt hat er sich nicht. Also beim Flusspferd. Also beim Kopf ein bisschen, aber beim Körper gar nicht. Also da hat er einfach was hingestellt, damit der Schädel hält. Aber nein, es ist kein ästhetischer Wurf. Es ist nicht von Michelangelo. Aber und das Interessante am Flusspferd, das begeistert mich, das spiegelt sich ja dann im Fluss, das sieht ja seinen Körper. Aber es hat trotzdem so ein süffisantes Lächeln im Gesicht. Ein Flusspferd denkt sich, ma, ich hab so einen dicken Hintern, ich sollte mir auf einen Stepper stellen oder so. Na, so denkt ein Flusspferd nicht, das spürst. Ein Flusspferd denkt sich, mein Hintern passt, solange er im Fluss passt. Und wenn das nicht mehr geht, bin ich ein Staudamm. Na, also, es ist. Also, das ist schon toll. Von dieser stoischen Gelassenheit gegenüber der eigenen Existenz kann man viel lernen. Der Hauptmotivator bei Menschen ja für Sport, muss man ganz ehrlich sagen, ist Gewicht. Das Gewicht. Also ich glaube, wenn es kein Gewicht gab, dann man gar nicht uns bewegen. Also Gewicht ist ein Problem. Und man geht ja irgendwann mit dem Ich-sollte-wieder-mal-Gefühl in ein Sportgeschäft, kauft sich dort einen hochmotiviert Jogging-Schuh. Jogging-Schuh um 160 Euro. Und wenn man in sich reinhört, dann weiß man schon bei der Kasse, das sind jetzt 80 Euro pro Lauf. Dann stehen sie wieder rum, zuerst im Regal und dann auf will haben. Ja. Aber wir Menschen, ist ja ganz interessant, wir können nicht aufhören mit dem Aufhören. Wir kennen es nicht. Deswegen werden angeblich nur auf Amazon jedes Jahr 10.000 Hanteln bestellt. 10.000 Hanteln auf Amazon. Wieso tun wir das? Wollen wir einen Postler ärgern? Der muss die bringen, der hat schon so einen Körper. Mein Postler, der schaut aus, der ist top trainiert. Der passt gar nicht mehr durch die Eingangstür, da muss ich. Für meinen Poster muss ich schon die Garage aufmachen, weil er so viel Handeln bringt. Ja. Was sich sehr im Sport ja verändert, es darf nichts mehr passieren. Es darf keine Verletzung. Das merkt man bei Kindergeburtstag, noch hat's ja begonnen. Ich war ja oft auf Kindergeburtstag mit meinen. Da spielen wir ganz moderne Spiele, wo alles Sicherheit ist wichtig. Wir haben so Spiele mit den Kindern gespielt wie Sacksitzen, weil Hüpfen ist zu gefährlich. Ja. Danach halbblinde Kuh, da ist beim umgebundenen Tuch ein Auge ausgeschnitten, damit nirgends dagegen rennst. Also ich habe dann irgendwann zu den Kindern gesagt, Kinder, bitte Fahrradhelme aufsetzen, ich glaube, wir spielen gleich Memory. Ja? Verletzen gehört meiner Meinung nach zum Sport dazu, das passt so gut zusammen. Ich bestehe aus zwei Eigenschaften persönlich. Ich bin extrem neugierig und gleichzeitig extrem ungeschickt. Eine gefährliche Mischung, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe viel probiert. Und deswegen war ich zwischen 7 und 15 war ich ausschließlich im Gips. Ausschließlich. Also ich glaube, von mir gibt es mehr Röntgenbilder als Kinderfotos. Wirklich. Aber in Nicht-Corona-Zeiten würde ja üblicherweise in Kürze die Ballsaison starten. Wobei, wenn ich ganz ehrlich sein soll, bei Ballsaison denke ich zuerst an die Champions League und bei Tango an einen Fußball aus den 80er Jahren. Na, ich bin kein Tänzer, war ich nie. Ich tanze gern aus der Reihe oder anderen auf der Nase rum, aber sonst, weiß nicht, ich tanze so schlecht, dass meine Freunde aus der Waldorfschule geglaubt haben, ich heiße Renate. Und Tanzen ist ja nichts anderes als der vertikale Ausdruck einer horizontalen Begierde. Und früher, als es Tinder und dergleichen noch nicht gab, da war ja die Tanzschule der Ort, wo man mit dem anderen Geschlecht im wahrsten Sinne des Wortes in Vollkontakt treten konnte. Sehr gute Erinnerungen daran hat der nun folgende Kollege, der schon Kabarettist war, als wir alle anderen noch nackter Blasmusik nachgelaufen sind. Viel Vergnügen mit dem Doyen des österreichischen Kabarets, Lukas Resedaritz. Wir selber haben uns ja auch, wir wollten ja auch schön und gut attraktiv sein. Und die jungen Herren, haben uns ein Pitralon ins Gesicht geklatscht vom Vordern. Pitralon, ein legendäres Aftershave aus den 60er Jahren. Das hat den Slogan gehabt für richtige Männer. Da haben wir gesagt, nicht mehr Pitralon, richtige Männer. Und dann hat er Aftershave. Und das haben die Männer nicht so wohl. Also das haben wir am Englisch war nicht so gängig damals. Und das ist ja Aftershave. Dann haben sie dazu geschrieben, nach der Rasur. Ach so, ja, gut, ja, danke. Und wir haben uns, und das hat so nach Benzin gerochen, aber das haben die Männer damals wollen. Der wollte nach Benzin riechen, dass die Dame glaubt, der hat vielleicht ein Auto. Und es wurde auch aus Superbenzin hergestellt. Aber
Es war falsch, dass wir Milchsichter uns das aufgegeben haben. Es gab ja noch ein anderes Produkt von der Firma, das hieß Pitrell. Pitrell vor der Rasur. Das hat man sich aufgegeben, damit es im Bord ausjagt, damit ihm der viele Chef anmachen kann. Und danach das Pitrellon, damit es ihm wieder einzieht im Bord. Jetzt haben sie uns mir das Pitrellon aufgegeben, jetzt hat es den kaum vorhandenen Bord eine Zeit, dass er innen ausgestanden ist. Eine innere Pötzgoschen, was wir gehabt haben. Das ist dieser, der Geruch zu dem allen noch dazugekommen. Und natürlich die jungen Damen wollten ja auch fesch sein und attraktiv sein. Das waren junge Damen, 15, 16 Jahre alt, voll in voller Reife, sind hineingegangen wie dampfende Stuten. Und das Problem war, es war damals der Irksenspray noch nicht erfunden. Weil das Treibgas noch nicht entdeckt war. Aber es gab den Backstift. Das war so ein bisschen obszön aus, wenn man so aussieht. Und die Mamas versteckten mit der Schere, aber die Töchter haben ihn gefunden, haben ihn benutzt, den Backstift. Aber das zweite Problem war, auch der Lady Shave war noch nicht erfunden. Und diese in voller Blüte stehenden jungen Damen haben mörderische Irksenbuschen gehabt. Die waren wie Fliederstreißeln aus Haar. Jetzt haben sie richtige zweispurige Geruchstunnels hinter sich hergezogen. Und da sind ja jede Menge Pheromone drin. Und wir sind hinten noch flämend wie die Weißwedel hier schon. Und den jungen Damen war das natürlich unangenehm, haben sie sich zugestrichen mit dem Backstift, dann sind Pigmen, dann sind dann so reingegangen. Ja, und dann dieses Geruchs-Cuvée ist uns aus dem Tanzsaal entgegengeschlagen. Und dann die erste Tanzstunde, der Tanzlehrer ist gekommen, so ein Blader, ein Tänzer. Ein Wort gab das andere, bin ich gleich eliminiert worden. Habe aber monatelang noch die Tanzschulgebühr zu Hause eingefordert und hab's verchechert im Café Eislaufverein. Super. Und seither ist mein Motto, ich tanze nicht. Ja, viele Paare haben sich in der Tanzschule kennengelernt, sich ineinander verliebt und sind dann ein Leben lang zusammengeblieben. Oder auch nicht. Und Sie wissen ja, Probleme in der Ehe wirken sich auch aufs Privatleben aus. Und irgendwann einmal kommt man dann drauf, dass die einzige Gemeinsamkeit, die man noch hat, die ist, dass man am gleichen Tag geheiratet hat. Oder anders gesagt, es ist alles hi. Und davon können viele Paare ein Lied singen. Und das nun folgende Paar auch noch ganz besonders gut. Vielleicht deswegen, weil sie nur auf der Bühne ein Paar sind. Das vielversprechendste Duett seit Susi Quattro und Chris Norman. Ohren auf für Eva Marold und Viktor Gernot mit ihrer hitverdächtigen Version von Stumbling In. Eins, zwei, drei, vier. Es wird nie wieder so, wie es war zu Beginn. Weil wir zwar uns mit Leidenschaft hassen, ich soll das hin. Die Liebe ist vorbei, es plätschert dahin. Was immer du tust, was immer du sagst, du weißt, dass du mir auf Nerven gehst und ich glaub, dass du es magst. Okay. Du warst einmal wild. Na, wild bin ich immer noch. Du warst einmal schön. Doch, Baby, wenn ich die Hände anschau, ich kann dich nur mehr gehen. Bitte, da ist die Tür. Warum war ich so? Es wird nie wieder so, wie es war zu Beginn. Weil wir zwar uns mit Leidenschaft hassen, ich soll das hin. Die Liebe vorbei, es plätschert dahin. So deist, tut mir einfach nur leid. Oh, du kannst laut sagen.
insgesamt ein gestohlene Zeit. Meine besten Jahre. Oh Baby, du gehst mir so auf Nerven und du tust mir so leid. Sag dir eines, ein Danke für nichts. Ich werd dir niemals verzeihen. Es wird nie wieder so. Bis vor zu Beginn. Geht bitte. Weil wir zwar uns mit Leidenschaft hassen, nie so los wie. Die Liebe vorbei. Es plätschert dahin, wo bist du? Alles ist hin. Mein Smartphone übrigens auch, ja, das ist jetzt auch hin, weil es mir daheim in der Küche runtergefallen ist. Und jetzt brauche ich ein neues Display. Es hält ja auch nichts mehr aus, dieses neue Klumpert, oder? Wenn mir das vor 20 Jahren passiert wäre, wäre nicht mein Display hin gewesen, sondern mein Bodenfliesen. Das waren damals noch richtig robuste Mobiltelefone. Letzte Woche habe ich beim Schreibtisch ausmisten, habe ich mein altes 6210er gefunden. Hat immer noch zwei Strich beim Akku. Und wer von Ihnen zu Hause sich noch ans 6210er erinnern kann, da wird es jetzt langsam Zeit für die erste Darmspiegelung, gell? Aber das nur am Rande. Und ich habe jetzt auch die Schriftgröße ändern müssen am Handy. Ich sehe es nicht mehr gescheit. Ich sehe es, das ist diese, meine Augenärztin hat gesagt, das ist die Altersweitsichtigkeit. Altersweitsichtigkeit, wie das schon klingt. Aber älter werden ist gar nicht so schlecht. Vor allem in Anbetracht der Alternative. Und welche Alternativen es gibt, um die Hürden der mobilen Kommunikation zu überspringen, wenn man den 50. Geburtstag nicht mehr vor sich hat, das weiß der großartige Andreas Witasek. Ich kaufe mir jetzt ein Seniorenhandy, habe ich mir vorgenommen. Ja. Ich will die iPhones nicht mehr, die werden immer größer, die iPhones. Ja. Früher hat man gesagt, ja, ein kleines Handy. Ja. Jetzt sage ich, oh, du hast das größte Handy, den größten Bonsai. Ja. Irgendwann einmal kriegst du ein Tier zum Einigen und ein Dackel, dann ist eine Eizelle. Nein, ich will... Ganz ein normales Seniorenhandy, braucht keine Apps. Ja? Und das war ja mal, zum Beispiel einmal jetzt im Hotel auf Tour und hab dreimal den falschen PIN-Code eingegeben in mein Handy. Da war es gesperrt. Die Sperre hätte ich rückgängig machen können, wenn ich den Bug eingegeben hätte. Ja, war es immer ein Bug? Kennen Sie einen Bug? Ich meine, super kompliziert, ich lasse mich über die Hotelfestnetzleitung verbinden mit der T-Mobile, damals jetzt Magenta, Service Hotline. Und nach ungefähr einer Stunde hebt er an und ich sag ja, Entschuldigung, ich bin ein Volltrottel, ich habe dreimal den falschen PIN-Code in mein Handy eingegeben. Sagt er, na, überhaupt kein Problem, Sie müssen jetzt nur den Puck eingeben. Sag ich, weiß ich, so weit bin ich schon, ja. Puckity, puckity, puck. Sie werden mir's nicht glauben, ich bin vielleicht der einzige Mensch auf dieser weiten Welt, der größte Volltrottel, der seinen Puck nicht auswendig weiß. Sagt er, jetzt regen Sie sich nicht auf, sagen Sie mir jetzt bitte Ihr Geheimwort. Na gut, der will mich ruhen, der hat einen schlechten Tag, der hat nur gewartet auf einen wie mich. Ja. Aber der, was ist denn für ein Geheimwort? Sagt er, ja, Sie haben bei der Erstanmeldung ein Geheimwort angegeben. Das weiß ich ja nicht mehr. Das war im vorigen Jahrtausend. Da haben Sie noch Maxmobil geheißen, das weiß ich noch, ja. Und er sagt mir, ja, jetzt da bleiben Sie ganz ruhig, ich helfe Ihnen jetzt weiter. Es ist ein Frauenname. Sag ich, danke, da fällt ja schon einiges weg jetzt. Ja? Also, kein Berg, kein Stadt, kein Fluss. Aber weiß ich, mit wem ich damals zusammen war? Und er, eh schon wieder Assinger, ja, der nicht will, dass der Kandidat bei der zweiten Frage schon ausscheidet, sagt sie mir, Grillparzer. Franz. Ring! Frauenname! Franziska! Nein! Stück! Stück! Medea! Nein, Libussa! Ach, Medea, Libussa, Medea, Libussa! 50% Joker habe ich nicht gehabt. Ja. Wurscht, Libussa! Hat gestimmt!
Fragen Sie mich nicht, warum ich vor über 20 Jahren Libussa als Geheimwort angegeben habe. Aber Sie kennen ja die drei Vorteile der Alzheimer-Krankheit. Man lernt immer neue Leute kennen. Man kann sich zu Ostern die Eier selber verstecken. Und man lernt immer neue Leute kennen. Was haben wir mir noch vorgenommen? Ich mache nur mehr Gruppensex. Da kann ich sagen, ich war schon dran. Ja. Ich schau nur. Wirklich. Also über das Thema Mann und Frau, Liebe, Sex und so weiter, da könnte man einen Kabarettgipfel Best of Highlights Greatest Hits Marathonabend machen und man hätte immer nur einen Bruchteil dessen erzählt, was dieses Thema alles hergibt. Allein nur die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Zeitspannen zwischen Mann und Frau. Also wenn eine Frau sagt, ich bin in 5 Minuten fertig, dann entspricht das von der Zeitspanne her exakt dem männlichen, ich bin in 5 Minuten daheim. Zeit ist ein Begriff, den Frauen und Männer völlig unterschiedlich definieren. Und wie lange sich 5 Minuten anfühlen können, das weiß man, wenn man schon mal auf der falschen Seite der WC-Tür gestanden ist. Und dass zwischengeschlechtliche Missverständnisse ein internationales Phänomen sind, kann kaum jemand besser am Punkt bringen als die kabarettistische Sensation aus Bayern, Martina Schwarzmann. Jetzt wollte ich kurz fragen, ich wollte jetzt zum Thema kommen, ja. Wer da herin hat die letzten 14 Tage so viel Geschlechtsverkehr gehabt, wie er gern gehabt hätte? Mal kurz Hand hoch! Keiner. Eine, ja. Ja, sehr schön. Eine. Bei so viel Leid eine. Bisschen wenig, aber wurscht. Ja, ich wollte jetzt nur wissen, wer es woanders ist. Ja. Weil bei uns im Freundeskreis ist es gerade ein sehr, sehr populäres Problem. Und ich denke mal, es ist so short, weil Geschlechtsverkehr, habe ich gelesen, ist so gesund. Das ist gesünder wie Sport. Ja. Und auch viel sparsamer. Du brauchst überhaupt keine Ausrüstung. Und auch viel bequemer. Du kannst einfach liegen bleiben dabei. In meinem Freundeskreis ist es, wie gesagt, sehr populär, das Problem. Also am schlimmsten ist beim Charlie, schon seit Jahren. Charlie ist ein Spezi von mir und den, wenn ich auf eine Party triff, ich will den gar nicht treffen. Ich triff den aus Versehen. Das ist so einer, da dreht man sich um und dann steht der da und dann ist schon zu spät. Kommst nicht mehr weg. Ja, der sagt dann nicht, oder der fragt nicht, du, der für die voll labern mit meinen Problemen. Na, der fängt einfach an, ja. Ja. Ja, der sagt dann einfach so, hey, was mit der Sabine? Mit der Sabine läuft schon seit Jahren nichts mehr. Hey, was, kann mich überhaupt nicht erinnern, wann mit der Sabine das letzte Mal was gelaufen hat? Aber weißt du, die hat 3 Kinder, die hat einen Haufen Arbeit. Du ist sie auf die Nacht, du ist sie einfach fertig. Du will ich in Ruhe haben. Und die schauen so an und die denken mir, ich glaube nicht, dass es an die Kinder liegt. Und für ihn ist ein totales Rätsel, an was das liegen kann. Ja? Und ich ärgere mich, weil der mir das immer erzählt. Mir interessiert das überhaupt nicht. Ich bin einfach der falsche Ansprechpartner für das Problem. Ich meine, was soll ich machen? Soll ich zu Sabine gehen und sagen, Sabine, was muss ich hören? Läuft da schon wieder nichts? Das geht doch mir nicht so. Ja? Ich bin auch kein romantischer Typ. Wirklich nicht. Null. Also wenn ich heute heimkomme und da sind Rosenblätter und Teelichter, vom Eingang bis ins Schlafzimmer, da schrei ich nicht Juhu. Da denk mir, wer hat jetzt den Scheiß daher gemacht? Und dann denke ich mir, wer soll denn jetzt den Scheiß wieder wegmachen? Dann denke ich mir, das mache ich jetzt gleich, weil danach mag ich auch nicht mehr.
Ja, der Kabarettgipfel steht seit 5 Jahren für grenzenloses Lachen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir Berufslustigen aus Österreich machen nicht nur mit Inländern rum, sondern holen Ausländer raus. Und zwar aus dem Ausland zu uns ins Inland, nach Österreich. Und ganz besonders lieb haben wir unsere Freunde aus dem 10. österreichischen Bundesland namens Bayern. Und wenn der Kollege dann auch noch einer ist, der seit 30 Jahren auf Tour ist und in Deutschland die größten Hallen gefüllt hat und Michael Mittermeier heißt, dann müsste er eigentlich wissen, dass es doch gewisse Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem deutschen Publikum gibt. Und ich erkläre heute Abend den Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern. An einem ganz einfachen Beispiel. Heute Abend. Wenn ein Deutscher in so eine Vorstellung wie heute Abend zu spät kommt, erste Reihe, dann würde er vorbeigehen, so, oh mein Gott, ich bin zu spät. Oh, ich bin schuldig, ich bin so schuldig, auch unter Holocaust, Wenn ein Österreicher in so eine Vorstellung zu spät kommt, kommt er rein, hä, warum hat der schon angefangen? Völlig andere Energie. Und ich erzähle euch mal den besten Return eines zu spät Kommas in 30 Jahren Tour. Ich habe in Innsbruck gespielt, 5.000 Österreicher, nein, es war 4.999, weil alle Tickets verkauft, aber ein Platz war frei, erste Reihe genau vor mir. Der war frei, Veranstalter sagt, fang an, ich so, okay, fangst du an. Das Schlimme ist, du schaust immer auf diesen einen leeren Platz. Wann kommt die Sau, was macht der bloß? Nach 20 Minuten kam der Herr Österreicher, nicht deutsch, oh, ich bin so schuldig, ging an der ersten Reihe bei mir den Rücken zugewandt. Servus, servus, da ist noch Platz frei, wahrscheinlich ist das meiner, oder? Ja, erste Reihe, Ticket, wunderbar. Setz dich hin, ich schau runter, er schaut hoch. Hey, was ist los, es ist spät, mach weiter, sehr lustig. Dann habe ich gedacht, probier's mal dozieren Deutsch. Habe ich gesagt, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Schaut er mich an, wer zu früh kommt, ist ein Spritzer. Dann habe ich ihn clevererweise gefragt, warum bist du zu spät? Hey, ich war im Stau. Sag ich, super, du warst im Stau, Alter. Aber die anderen 4.999 waren alle pünktlich da und du sagst mir, du warst im Stau. Schaut ihr mir in die Augen und sagt, ich war der Letzte im Stau. So, das war's. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Sage danke fürs Dabeihören und Zusein. Ich darf Ihnen stellvertretend für alle Kollegen ein frohes neues Jahr wünschen. Wir sorgen auf jeden Fall auch im neuen Jahr dafür, dass Ihnen das Lachen nicht vergeht. Der nächste Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle ist am 21. und 22. März. Wir freuen uns jetzt schon auf Sie. Bis dahin, haben Sie einen guten Rutsch, feiern Sie schön und seien Sie einzig, nicht artig, vor allem in Zeiten wie diesen. In Zeiten wie diesen bleibt uns nur die Trunkenheit. In Zeiten wie diesen tut mir die Leber leid. In all der Trunkenheit.